Gelten Beitragszeiten in einem Rechtsanwaltsversorgungswerk auch als Wartezeiten für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bin Rechtsanwalt und zahle in ein Versorgungswerk ein. Ich bin schwerbehindert und möchte bald in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Zählen zu den 35 Jahren Wartezeit auch die Zeiten der Pflichtversicherung im Versorgungswerk dazu? Ich zahle da schon über 20 Jahre ein. So eine Anfrage eines Berufskollegen von mir, der sich direkt an uns gewandt hat, und ich habe ihm Folgendes mitgeteilt. Ich befürchte, dass Ihre Zeiten, die Sie im Versorgungswerk der Anwälte in Ihrem Bundesland eingezahlt haben, nicht als anrechenbare Wartezeiten für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen zählen. Die 35 Jahre Wartezeit erfassen grundsätzlich nur rentenrechtliche Zeiten aus dem SGB VI. Also keine Zeiten einer vielleicht anderweitig pflichtigen Versicherung in einem außerhalb des SGB VI stehenden Versorgungswerks oder zum Beispiel auch der VBL. Als rentenrechtliche Zeiten, die auf die 35 Jahre angerechnet werden, zählen de facto alle gesetzlich anerkannten Rentenzeiten. Das sind Beitragszeiten, Pflichtbeitragszeiten, freiwillige Beitragszeiten, Anrechnungszeiten wie zum Beispiel Schulausbildungszeiten, Berufsausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Berücksichtigungszeiten, Wehrdienstzeiten, Zeiten geringfügiger, nicht versicherungspflichtiger Beschäftigung, aus dem Minijob zum Beispiel, Zeiten des Sozialleistungsbezugs, Arbeitslosengeld 1, Krankengeld, ALG 2, Arbeitslosenhilfe, Zeiten aus der Gutschrift für Entgeltpunkte für den Versorgungsausgleich, Fremdrentenzeiten, Ersatzzeiten und so weiter. Also Sie merken, eine Riesenlatte von Zeiten, die auf die 35 Jahre anrechenbar sind. Aber eben nicht die Zeiten aus einer beitragspflichtigen Beschäftigung oder Versorgung in einem Versorgungswerk. Damit dürfte es schwer werden, die 35 Jahre Wartezeit, das sind 420 Kalendermonate, für eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen nachzuweisen. Sorry, lieber Herr Kollege, aber anhand dieser Vorschriften sehen Sie auch, dass es dringend notwendig ist, so wie es Herr Schlegel, der Präsident des Bundessozialgerichts, schon jüngst sagte, eine umfassende Erwerbstätigenversicherung für alle einzuführen, damit es im Alter keine Armut gibt und damit wir auch nicht mehr diese Probleme haben der Zurechnung und der Zuordnung von irgendwelchen Erwerbszeiten außerhalb des gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.